Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 mit unserer Bilbao-Karriere mit dem Duell mit Manchester United. Wir spielen in der Champions League und danach geht's gegen Villarreal. Lucas Jean gewechselt für 2 Jahre. Zumindest mal ausgeliehen. So. Überspringen. Kann man dann so ein bisschen. Ja, passt schon. Ich bin erst wieder voll. Ich will nämlich das Spiel, ich will das Ding gegen Rivalenduell in der UEFA Champions League. Neapel vergessen machen. Heute sind beide nochmal ganz besonders motiviert. Wir freuen uns auf Athletic Bilbao gegen Manchester United. Hallo aus dem Estadio San Mamés, liebe Zuschauer, Wetter ist sehr gut und wir freuen uns, dass Sie sich dieses Spiel nicht entgehen lassen wollen. Mein Name ist Wolf Fuß. Gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann darf ich dieses Spiel für Sie kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Athletic Bilbao gegen Manchester United. Aus meiner Sicht ein sehr reizvolles Gruppenspiel. Beide können sich kaum einen Punktverlust leisten, müssen auf Sieg gehen und das werden sie auch machen. Das wird spannend. So, ja, geht ja gleich los. Ist übrigens die vorletzte Folge diese Woche. Also es greift tatsächlich nach der nächsten, im nächsten Spiel eine kleine Änderung. Ich erkläre euch das aber dann, wenn wir soweit sind. Aber jetzt erstmal Manchester United. Wir wollen natürlich hier gewinnen und den einen der Konkurrenten, entweder Neapel oder Man United Klasse weiterzukommen. Weil einen davon müssen wir schlagen. Einen müssen wir mindestens hinter uns lassen und zumindest im internationalen Geschäft überwintern. Sei es entweder die Champions League oder sei es die Europa League. So geht Athletic Bilbao in diese Partie. Kepa steht im Tor. Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und sie versuchen es heute mit 2 Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Na dann, auf geht's! Und dann steigen wir ein in die erste Spielhälfte in diesem Gruppenspiel der UEFA Champions League. Heute muss ein Sieg her. Dani Olmo. Olmo. Olmo! Und so, wird das und so kann man schon mal eine erste Duftnote setzen. Erste Chance, Olmo. Für Bilbao. Die Ecke kommt. Oh, dann ist es Williams, der das Ding nicht unterbringt. Also hier geht gerade nur eine Mannschaft steil und das ist halt eben Bilbao. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch. Nee, aber ah, ja. Glück gehabt, das ist ja noch ein Handspiel, war. Hier noch einen Elfmeter rauszufischeln. Keine Diskussionen mehr. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Die Szene damit beendet. Casemiro. Auf ihn wird's ankommen heute, da bin ich sicher. Der Abschluss, okay. Klar, das ist die große Stärke, ist immer wieder überragend. Man sieht das so oft, die Abwehr ist da, ist dran, aber da... Oh ja, der Ball, schöner Ball, der ist nämlich erstmal... Und ich glaube, die Physik spielt da eine wichtige Rolle. Glück hat. Ja, eine Variante wäre besser gewesen, zu flanken oder so immer. Der Ball ist schon mal aus, es gibt auch schon United. Martinez. Shaw. Rashford. Michael Rashford. Das Martinez. Das ist ein vielversprechender Rashard. Lass den doch nicht alleine laufen da. Hier in Führung, da ist das Tor. Der hat viel zu viel Platz. Viel zu viel Platz auf der Seite da. Und sowas bestraft halt diese Chance. Markus Rashard. Nicht Michael, Markus Rashard. Und der bestraft das Ding halt, die erste Chance. Eigentlich hätte ich mit Bau die Chancen. United macht aber das Tor, das 0:1. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. So, Fragezeichen. Gegen Dings, gegen Napoli können wir uns nicht wieder, können wir uns nicht das Ausgleichstor erarbeiten. Jetzt hast du vielleicht eine Chance. Mikel Oyarzabal und Tejea. Super Parade aus dieser kurzen Entfernung. Casemiro. Fernandes.
Ein Pass mit viel Auge. Abseits. Die Abwehr kann sich wieder entspannen. Abseits. Ja, sah nach einer sehr gefährlichen Situation aus, aber dann kommt dieser Ball einen Tick zu spät. Schöner Ball, Hazard Ball, aber der macht sehr weh Betrieb auf dieser Seite hier. Ja, das war Abseits. Abseits? Wow. Okay. Wahrscheinlich der Abpraller, ja. Marcus Rashford, wieder der Torschütze. Lautaro Martinez. Großer Ball-Ecke für United. Die werden, ja, die sind gefährlich, die Jungs. Wie gesagt, wenn wir hier auch das zweite Duell verlieren, dann haben wir nämlich, haben wir es mehr oder weniger fast nicht in der eigenen Hand. Zahlen wir echt Lehrgeld für diese, für die Dings, für die Champions League? Vidal? Oyarzabal. Wieder Oyarzabal, wieder von Bayern schon. Der sitzt diese Chance nur unter Probleme, unter Druck. Zu einfach, wie bei Misaka. Was den Ballbesitz im bisherigen Spielverlauf angeht, sehen wir bei Verratti. United schwache Zahlen. Aber ich glaube, das kann Ihnen völlig wurscht sein. Sie führen Ballverlust. Ihre Chancen sind sehr, sehr effektiv in ihrer Spielweise und das zählt am Ende. Da kann es aber auch mal was geben, ja. Jetzt wird's gefährlich. Ne, jetzt ist der Ball doch weg. Wieder Martinez, der nicht in Position kommt. Maurice ist es. Jetzt. Also hier versuchen sie gerade ja, es ist nicht so, dass wir und jetzt der Schuss und Kepa, der das aber so gerade noch drumherum mischt. Ich hab den jetzt schon fast drin gesehen. Kurze Ecke über Anthony, der vorbeigeht. Abgefälscht, nächste Ecke. Jetzt die Ecke. So, 2-0. Fuck it. Martinez, Lautaro. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke. Ja, scheint wohl, dass wir mehr als Lehrgeld zahlen in der Champions League. Das ist gerade so ein bisschen. Deswegen werde ich jetzt den Doppelwechsel ziehen. Kopfball schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu. Nichts gegen die beiden Youngs da, aber die finden heute überhaupt nicht statt. Wird es also gleich zwei Wechsel geben. Hier steht es 2-0, sieht alles ziemlich gut aus. Ich war, ey, du hast echt die große. Hier was, was reißen. Sie suchen die Lücke. Zu Beldi auch, der ist gerade eingewechselt worden. Der ist wirklich von 2-3 Minuten jetzt gekommen. Lass mir jetzt bitte nicht den nächsten Formel jetzt verabschieden. Die gelbe Karte. Die hat er sich mit der Aktion auch verdient. Muni Ayin. Mit diesem Pausenpfiff ist der erste Durchgang in dieser Partie beendet. Ja, United mit gefühlt zwei Torschüssen im ersten, in der ersten Halbzeit und für uns halt. Viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen mehr vom Spiel, aber es ist halt so. Champions League. Muni Ayin. Jetzt die Chance. Ja! Irgendwie reingemurmelt das Ding. Der Captain macht's. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tors. Hier kann er sich durchsetzen gegen Wan-Bissaka. Und das war auch ganz viel Duse dabei. Gut, wenn ich vermute, dass es trotzdem 11 Meter gegeben hätte. Ja, hätte es auch. Das war ein klares Foul. Aber ist egal, der Ball ist drin. Es steht nur noch 2-1. Und vielleicht geht da jetzt nochmal was. Bilbao hat verkürzt, ein Tor beträgt der Rückstand nur noch und man spürt. Jungs, komm, fighten, drei noch. Verratti am Ball.
das könnte gefährlich werden. Gar Kepa. Keine Herausforderung hier für den Torhüter. Er pfeift das Foul nicht ab, sondern gibt Vorteil. Sehr gut gemacht von uns. Williams. Iñaki Williams, der über die Seite geht. Und Bilbao spielt es immer wieder über die Seiten. Oh ja, Sabal. Also wieder, jetzt ein bisschen Glück dabei, immer wieder, ja. In der La Liga Santander geht es bald weiter. Dann steht das nächste Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen den FC Villarreal. Und ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden. Also wie gesagt, es ist so, dass die Menüs aus riesen Probleme kriegen. Yes! Der spanische Meister gleich dieses Paar, diese bei dir. Und sowas von wird. Wie gesagt, United hatte eigentlich nur diese zwei Chancen. Die haben sie natürlich eisekalt genutzt. Aber mehr vom Spiel hat einzig nur Bilbao. Und jetzt belohnen sie sich mit dem 2:2 durch Williams. Wieder die Außen, wieder über die, ja, die Außenbahn, wieder Libre, eingewechselt. Und jetzt fruchtet auch dieser Ball. So, ich wüsste, dass Olmo verletzt vom Platz nimmt, das ist natürlich jetzt ein bisschen blöde. So, jetzt muss ich natürlich Vencedor auf die Position ziehen. Deswegen ist es halt jetzt dieser verletzungsbedingte Wechsel. Olmo gut gespielt. Geht jetzt verletzt raus. Was hier nach dem 2:2 passiert. Wenn es an mir gegangen wäre, hätte ich natürlich weiter spielen, also ich kann es nicht riskieren, bis vorher noch mehr passiert. Manchester United mit geduldigen Pässen. Casemiro. Fehlpass. Bilbao von Fehlpass, aber den kriegen sie wieder hin auf die Position. Da haben wir also den nächsten Gegner von Manchester United, Pushy. Es geht gegen Athletic Bilbao im nächsten. Aber das ist jetzt die Chance. Klar! Und jetzt Sanchez, Spiel gedreht! Ist es wirklich zu fassen? Der spanische Meister ist zurück in dieser Gruppe. Sie führen mit 3:2. Sie drehen diese Partie. Nichts zu halten für De Gea gegen die Laufrichtung. Sanchez, rein ins Glück. De Gea ohne jede Abwehrchance, hat dann nichts zu melden an der Situation. Ten Hag natürlich stinkesauer. Leute, wie kann das sein? 20 Minuten, etwa 25 Minuten vielleicht noch mit Nachspielzeit. Also, wie gesagt, einmal komplett auf den Kopf gedreht, diese Partie. Sanchez, ein erstes Champions League-Tor. Oh, misslungene Befreiung hier. Und Anthony. Lass den doch nicht da laufen. Kepa ist da, da hätten wir fast den Treffer aus kürzester Distanz gehabt. Ecke wird ausgeführt von Bruno Fernandes. Hab dich erstmal. Da ist das Pressing erfolgreich. Ferrati, ah. Das sieht gut aus. Ist es das jetzt? Nein, ist es nicht. Dieser Ball, er taucht runter, macht sich lang. Und Kepa hat die Kugel. 15 Minuten noch, circa. Kurze Ecke jetzt. Zieht einfach mal ab. Gute Aktion. Wieder Kepa. Ja, gut, er ist halt kein klassischer, ich halte den Ball fest, er faustet halt lieber. Das war der Ausgleich für Manchester United. Und dann ist dieses Ding drin, 3:3. Martinez Doppelpack. Ach Mann, ey. Hier ist dieses Tor nochmal, sie bringen die Ecke rein und dann ist er stark. Unwiderstehlich, wie er da mit dem Kopf zum Ball geht. Ja, es ist doch bitter, da steht einer auf der Linie, Kepa hat die Spitze, den Ball dran. Spielstand auch keine Überraschung mehr. Und jetzt hat er den Ball. Schiri, der hat doch schon. Es kann doch nicht sein, dass der mich da wegtritt. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt.
Martinez. Und dann gibt es einfach noch Elfmeter. Schiri, das kann doch nicht sein, dass du mir gerade das Spiel verfehlst. Das war ein Foul davor, ja. Strafstoß für Manchester United. Vorher war das ein Foul, das kannst du mir doch nicht abweifen. Dankeschön, verpfiffen. Ey, das kann doch nicht sein, dass du mir das Spiel verwirrst. Das ist doch ein klares Foul vorher. Dreh dich doch klar weg. Oder gibst du, oder gibst du dem Gegner noch einen Elfmeter hinterher, oder was? War das die Entscheidung? Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Muni ein. Sie schalten nochmal auf Angriff. Sie wollen den Ausgleich unbedingt. Der Herr. Keine Frage. Schwacher Ball aus der Distanz. Ja, da bedankt er sich. Da muss er sich überhaupt nicht anstrengen. Pass wird abgefangen. Ja, leg dich am besten noch hin. Anthony. Das gibt Einwurf für Man United. United mit dem Wechsel. Ja, jetzt vielleicht mal. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. Muss ich vielleicht auch einen Punkt mitnehmen oder so. Ja, wartet einen Moment. Jetzt ist er drin, Sanchez! Klasse, wie sie hier gekämpft haben. Jetzt können sie das Ding sogar komplett drehen. Ich sag ja, irgendwie diesen Punkt hier mitnehmen. Dann hätte man zumindest mal 4 auf dem Konto statt 3. Dann würde United nochmal wehtun. Dieses Tor, hier nochmal die Wiederholung. Es sah alles schon nach der Niederlage aus. So, ist da vielleicht nochmal was? Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Ah, ist wahrscheinlich vorbei. Und jetzt könnten sie die Partie noch zu ihrem Nutzen entscheiden. Er zieht ab. Da sind sie da, guter Block. An dieser Stelle kann sich nun nichts mehr wissen. Am Ende dieser Partie. Danke, Herr Schiedsrichter. Es gab hier sehr gesagt, der tritt den von hinten die Beine weg. Da passiert nichts. Im Gegenzug gibt es einen Meter. Ein verdientes Unentschieden. Ja, aber nee. Beide hatten einfach immer eine Antwort parat. Hätte mich eigentlich auch gewundert, wenn wir hier doch noch einen Sieger bekommen hätten. Ja, also, natürlich tut das jetzt. Ich meine, das Unentschieden tut jetzt extrem weh. Das wird nochmal eine ganz harte Nummer. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach hätte das nie so passieren dürfen. Was haben wir denn für... Nee, gut, ja, Napoli schlägt Explosen. Ich guck mal gerade auf die Tabelle jetzt eben schnell. Ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Wir sind halt in einer Gruppe Dritter. Ja, klar, tut das, ist das Unentschieden natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, weil beim Sieg hättest du 6 Punkte gehabt und United 4. Dann wärst du zumindest ein bisschen, hättest ein bisschen Luft gehabt. Jetzt haben wir noch ein bisschen zu kämpfen. Gut, wir haben jetzt noch Lech Poznań auswärts. Das ist ein Pflichtsieg. Das Ding musst du gewinnen. Und dann hast du noch auswärts Manchester United und zu Hause Napoli. Das könnte wahrscheinlich nochmal ein ordentliches Finale in der letzten Runde werden. Also wie gesagt, wir müssen Lech Poznań gewinnen. Im Idealfall spielen United und Napoli unentschieden. Oder United, ja doch. Oder was auch immer, oder United gewinnt. Also Napoli darf auf keinen Fall gewinnen. Und könnte man theoretisch, wir hätten die nämlich 8, wir hätten 7 und Napoli ebenfalls 7. So, dann hätten wir nämlich mehr, dann wäre das wahrscheinlich am letzten Spieltag, mit dem Heimspiel gegen Napoli, wäre das nochmal ein richtig großes Finale. Wie gesagt, Hauptsache wir gewinnen. Ja, oder wir gewinnen in Manchester oder in Bunk oder was auch immer. Also es wird nochmal ein heißes Ding. Diese 3 Punkte gegen Lech Poznań sind Pflicht. Gut. Das ist aber kein Thema wie jetzt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's nach Villarreal.